Giovanni und ich sind uns schon sehr vertraut. Darum darf auch mal ein Füttern vorkommen. Hast du Hunger mitgebracht? Ich hoffe. Ich sag. Ja, habe ich. Das gefällt mir so, das Spiel zwischen uns zwei. Ey, du bist doch einfach nur verrückt. Ich weiß. Aber mach vorsichtig. Ja. Während Giovanni und Chanel ihr Dream-Date auskosten, malen sich Marco und Mike ihren Abend mit der Bachelorette aus. Wie würdest du sagen? Ja, eben, du bist ja schon beim Romantischen dann, nach dem Essen und all dem. Du kommst zum Romantischen, gehst in den Pool, kommst schon an die Nähe und nachher... Immer wenn ich sie bumse, werde ich voll kosten. Aber ich denke, der Giovanni hat im Vergleich zu uns keine Chance. Keine Chance. Er hat keine Chance. Ich schlag seine Fresse schräg. Ich meine... Schau es an, bro. Ja, schau sie mal an, man. Ja, wir sind Maschinen. Auf das stoßen wir an. Auf jeden Fall, bro. Brä. Am Morgen danach kommt Chanel gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Die erste gemeinsame Nacht mit dem Giovanni war sehr schön. So lernt man sich erst richtig kennen. Und ich muss sagen, alles, was ich von ihm kennengelernt habe, finde ich mega toll. Just keep packing it in. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen miteinander. Ich bin auch jetzt ein Zeitchen lang Single gsi, ein gutes Jahr fast, wo ich auch das gemacht habe, was eine Single-Person macht. Wie viele Vögel sitzen wohl auf den Palmen über Mike? Und heute bist du da mit mir. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. In diesem Fall hoffe ich, bin ich auf einem guten Weg. Dorthin. Ja, du bist auch so ein Strahlemann. Danke. Du auch. Du bist auch so ein Strahlemann. Du auch. Sex, Frank? Das darf auf jeden Fall nicht fehlen in einer Beziehung. Definitiv. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist das recht wichtig, sagen wir es so. Als Marco vom Date zurückkommt, erwartet ihn schon der äußerst belesene Giovanni. Ich bin am Lesen, wie so Menschen sind. Und ich wollte eigentlich über dich lesen. Ich habe mich interessiert, wieso du dich immer aufspielen musst. Ja. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass das Menschen machen, die sehr grosse Selbstverstörungen haben. Bäm! Das ist doch wie ein Klapf an Grenz. Okay. Und jetzt, wenn du etwas besser willst von mir lesen, kannst du mich auch nur googlen, dann kannst du alles lesen. Hey, Google! Okay, Google! Du bist einfach rumgeprotzt, als wärst du da irgendwie so ein Don John-Kollege. Reck mich nicht auf, Mann. Aber eigentlich hat's ja keiner so gemeint. Sieht man doch. Ich schaue zu Mark über, ich sehe, er schaut ab und zu über. Er schaut wie schwul. Hey, Joe. Ja? Weißt du, ich bin voll in Liebe mit dir. Du verdammter Penner! Was ist denn mit dir los? Hat dich die CIA zu lange Bleistifte anspitzen lassen? Zum Schluss noch dies. Gelbes Gummiboot, diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Ja, mein Knall. Gelbes Gummiboot. Natürlich haben wir es abgeändert. Nein.